Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen SBB RABE 523 Triebzugs in SBB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Sie werden einen Großteil Ihrer Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Nehmen Sie Platz. Stellen Sie den Hauptschalter auf Entsperrt, um diesen Führerstand zu aktivieren. Die Spitzenlichtsignale dieses Zuges werden automatisch eingeschaltet, wenn der Hauptschalter auf Entsperrt steht. Der Leistungshebel dieses Zuges ist in zwei Zonen unterteilt: Fahren und Bremsen. Der RABE 523 ist mit automatischen Kupplungen ausgestattet. Testen Sie diese, indem Sie an den 523 hinter Ihnen heranfahren. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges an. Die Fahrenzone hingegen regelt, wie viel Leistung an die Fahrmotoren gegeben wird. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen SBB RABE 523 Triebzugs in SBB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Sie werden einen Großteil Ihrer Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Nehmen Sie Platz. Stellen Sie den Hauptschalter auf Entsperrt, um diesen Führerstand.
Die Spitzenlichtsignale dieses Zuges werden automatisch eingeschaltet, wenn der Hauptschalter auf Entsperrt steht. Der Leistungshebel dieses Zuges ist in zwei Zonen unterteilt: Fahren und Bremsen. Der RABE 52. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges an. Die Fahrenzone hingegen regelt, wie viel Leistung an die Fahrmotoren gegeben wird. Benutzen Sie nun den Leistungshebel, um in den Bahnhof von Luzern zu fahren. Dazu den Leistungshebel nach hinten. Drücken Sie den Türen-Öffnen-Taster für die passende Seite, damit Fahrgäste einsteigen können.
Dieser Triebzug ist mit zwei Sicherheitssystemen ausgestattet: ETCS Level 1 und Integra Signum. Mehr Informationen über die Sicherheitssysteme kann im nachfolgenden Tutorial gefunden werden. Außerdem kann ein Handbuch angesehen werden, das alle Funktionen und Eigenschaften dieses Triebzugs erklärt.